Völlig verändert. Ariana Grande ohne Zopf auf Gü-Koffer. Neue Musik, neue Liebe. Und jetzt auch ein neuer Look. Bei Popsängerin Ariana Grande, 24, ist zurzeit so einiges los. Mehr als ein Jahr nach dem schrecklichen Selbstmordattentat während ihres Konzertes in Manchester meldet sich die Sängerin nun offiziell im Musikbusiness zurück. Auch diverse Modemagazine reißen sich derzeit um die schöne US-Amerikanerin. So ist jetzt sogar auf dem Koffer der britischen Gü abgebildet und ist darauf kaum wiederzuerkennen. Von ihren einstigen Markenzeichen, dem extrem hohen Pferdeschwanz und dem üppigen Lidstrich, fehlt auf den aktuellen Aufnahmen jede Spur. Stattdessen bringen dezente Nudeltöne die makellosen Gesichtszüge der Musikerin zur Geltung, ihre Mähne trägt sie offen, in leichten, natürlichen Wellen. Auch eine neue Haarfarbe musste her. Während brünette Haarpracht vor kurzem bereits einem kühlen Platinblond wich, erstrahlt ihr Schopf auf dem Koffer jetzt in einem satten, warmen Goldblond. Da müssen auch nicht Fans neidlos anerkennen, diese Frau ist einfach eine Schönheit. US-Komiker Bette Davidson dürfte da wohl ohne Umschweife zustimmen. Bereits kurz nach der Trennung von Rapper Mac Miller soll eine Beziehung mit dem Comedy-Star begonnen haben. Auch musikalisch geht es für die No-TA-Slefto-Interpretin in eine neue Runde. Mitte Juli wird ihr neues Album Sweetener erscheinen. Und ihr aktueller, erwachsener Look zeigt, die 24-Jährige hat einen kompletten Neustart gewagt, privat, beruflich und jetzt auch auf optischer Ebene.